Oh, morgen. Ach, ich habe gerade wieder an die neue Serie Cloak & Dagger gedacht. Bin ich kurzzeitig nochmal eingeschlafen. Warum? Werde ich euch jetzt erzählen. Wir befinden uns im Marvel-Universum und alle denken jetzt, super, neue Serie, Marvel, geil, Action, da geht's richtig nach vorne, muskelbepackte Superhelden in Strampelanzügen, mega. Nee, ist es diesmal nicht. Marvel hat einen völlig anderen Ansatz diesmal gewählt, tiefgründiger, weniger Spannung, sehr langsam, sehr ermüdend aus meiner Sicht. Aber das ist natürlich nur meine subjektive Meinung. Ich bin vielleicht auch nicht ganz die Zielgruppe. Ich erkläre vielleicht mal, warum ich das so sehe. Es geht um Tandy und Tyron. Das sind zwei Teenies aus der USA, die beide problembehafteter nicht sein könnten. Tandy hat ihren Vater verloren bei einem Unfall. Mutter ist dann Alkoholikerin geworden. Da haben wir schon mal ein schönes Klischee, was sie sich da erstmal geschnappt haben. Dann haben wir Tyron dabei. Tyron hat seinen Bruder verloren, also auch ein Schicksalsschlag. Da ist jetzt die Familie nicht so ganz abgedriftet. Die machen das eigentlich alles sehr schön in der Familie, kriegen das alles gut hin. Aber er hat halt seine Probleme in der Schule. Ist manchmal auch ein bisschen sehr impulsiv, beim Basketball zum Beispiel. Tandy hingegen versucht jetzt irgendwie ihren Lebensunterhalt dadurch zu verdienen, dass sie reichere Schnösel unter Drogen setzt und sie dann beraubt. Also man merkt, so hundertprozentig sympathisch sind diese Charaktere eigentlich gar nicht angelegt. Letztendlich sind sie es aber doch, denn man fühlt die ganze Zeit mit den beiden Teenies mit, denn der Zuschauer wird schon abgeholt. Er bekommt durchgehend aufs Brot geschmiert, was denn da für Probleme damals in der Vergangenheit und heute auftauchen. Dann kommen die Fähigkeiten auf einmal hinzu. Keiner weiß, wo die jetzt einfach herkommen. Ne? Also Tandy kann auf einmal irgendwelche Lichtdegen oder Messer erzeugen. Tyron kann sich teleportieren. Beide können aber mit diesen Fähigkeiten noch gar nicht wirklich umgehen. Und wir sind hier schon in Folge 3 der ersten Staffel. Man kommt sich ein bisschen vor, als wenn man da noch im Intro ist des Ganzen. Also man wartet die ganze Zeit, dass jetzt endlich mal diese Serie losgeht. Aber nein, es wird immer noch erklärt, warum, wieso, weshalb, wo sind die Probleme. Och, schon wieder neue Probleme. Also das hört überhaupt gar nicht auf. So viele Probleme kann man ja gar nicht haben, denke ich mir dann mal. Also ich finde, Marvel hat es ein bisschen übertrieben. Die Charaktere der beiden werden natürlich schon gut herausgearbeitet. Und das sollte auch der Fokus bei dieser Serie sein. Blöd ist halt nur, dass dadurch irgendwie der Spannungsbogen dermaßen in die Länge gezogen wird, dass man gar nicht... man wird nicht wirklich gepackt irgendwie. Also normalerweise, wenn man eine gute Serie hat, dann denkt man nach der Folge, wow, wann kommt denn die nächste Folge? Das hat irgendwie nicht funktioniert, zumindest bei mir. Ich glaube, das liegt an meinem Alter, denn das ist für mich eine ganz klare Teenie-Serie. Ich würde sogar sagen, eine Drama-Teenie-Serie, die wahrscheinlich, oder ich fürchte zumindest, in so eine Teenie-Romanze auch noch abdriftet, mit so ein bisschen Superhelden-Charakter drin. Ich glaube, die Action... das ist bestimmt auch gewollt von Marvel, wird in den Hintergrund gedrängt. Das wird einige Marvel-Fans sicherlich abschrecken, anderen wird es gut gefallen. Ich bin der Meinung, dass Marvel das zu sehr übertrieben hat und deshalb meine Meinung zu der Serie. Man kann mal reinschauen und wird in der ersten Folge gleich sehen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und ich glaube, den meisten wird es nicht gefallen. Meine persönliche Meinung. Deswegen von mir so eine kleine Viertel vor 12 Daumen-Geschichte für dieses Mal. Cloak & Dagger auf Amazon Prime. Jeden Freitag eine neue Folge. Im Moment 3 draußen.